Hallihallo, guten Morgen. So, ich möchte heute mit der Cindia gerne ein Live-Video machen zum Thema, warum du dir ein passives Einkommen aufbauen solltest, bevor dein Baby zur Welt kommt, was ja bei mir gerade sehr aktuell ist. Hallo Cindia, du siehst mich, ich habe dir auch eine Einladung geschickt. Funktioniert es denn? Wird hinzugefügt. Sieht doch schon mal super an. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob du gleich in meinem Ja, So, meine Lieben. Juhu, das ist ja mal mega. Es hat geklappt. Ja, super. Ganz ehrlich, langsam glaube ich, das liegt an meinem Handy. Oder an Facebook. Aber Man ich freue weiß mich, nicht. dass es geklappt hat. Das zeigt ja, man muss einfach nur ausprobieren. Sehr, sehr schön. Ich versuche es jetzt gleich mal zu teilen. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hinkriege. Oh mein Gott, das Ganze ohne Brille, das ist natürlich super. Ja, Naja. du musst doch eine Brille aufsetzen, wenn ihr live geht. Ja, Auch wenn es so toll aussieht, bin aber so dann. eitel. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob noch ein paar dazukommen. Jetzt sind wir zu neun. Aber ich freue mich, dass es das geklappt hat, liebe Ramona. Richtig cool. Ramona. Meine Liebe, ich meine, du, es ist ja nicht kein Geheimnis mehr, ne? Du bist bald Mama. Ja, mittlerweile unübersehbar, also offiziell noch 3 Wochen. Drei Wochen, sehr cool. Von mir aus kann es gern früher passieren. Langsam ist es ein bisschen anstrengend, da ich immer noch unter Übelkeit leide. Und ja, natürlich klar, die Füße sind schwer und so weiter. Okay, die Ramona muss lauter reden. Dann gehe ich näher Also, ran. ich höre dich ganz gut. Okay. Tonqualität könnte besser sein, aber man versteht dich. Ich will jetzt einfach mal, ich finde es so toll, wir kennen uns ja schon eine Weile und ich beneide dich unglaublich. Denn ich bin ja auch Mama, aber schon eine alte Mama, ja? Mein Sohn ist 15 und meine Tochter 11. Das ist ja alles schon eine Weile her, aber ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wie das war mit meinem ersten Baby im Bauch. Und ich beneide dich einfach, weil du dir schon was aufgebaut hast, wovon ich immer geträumt habe, als ich auf dem Weg war, Mama zu werden. Hi Miriam, wow, so viele schöne Herzchen. Und immer wenn ich dich sehe, wir treffen uns ja jeden Donnerstag in Heidelberg auf unserer Geschäftspräsentation und ich sehe, wie dein Bäuchlein wächst und ich sehe vor allem nicht nur, wie dein Bäuchlein wächst, sondern wie dein Unternehmen wächst, wie dein passives Einkommen wächst. Und das finde ich so richtig, richtig toll, weil du bist eine Frau, die sich was gewagt hat, was sich viele, viele Frauen nicht wagen würden. Ja, also ich bin da auch echt stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe, denn ich habe ja letztes Jahr meinen festen Job gekündigt, weil ich da einfach nicht mehr glücklich war. Und ja, nachdem ich Entscheidungen getroffen habe, hat es dann also auch mit dem Babywunsch geklappt. Und nun ist einfach so, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann. Ich verdiene mittlerweile mehr als in meinem Vollzeitjob bei der Bahn, der wirklich gut bezahlt war. Und ja, das ist natürlich für mich mega. Ich kann wirklich, wenn es mir morgens nicht gut geht, was leider oft der Fall war wegen Übelkeit, deswegen trage ich immer noch so Armbänder. Und dann konnte ich einfach zu Hause bleiben und konnte mich auf die Couch legen, von dort aus telefonieren oder ein bisschen, ja, am PC was machen. Und trotzdem ist mein Business weiter gewachsen. Und das ist einfach mega cool. Denn ja, ich denke, so viele Frauen fallen dann auch in so ein Loch, wenn sie nicht mehr, also in der Schwangerschaft schon nicht mehr arbeiten gehen dürfen. Dann sitzen die nur noch daheim rum. Dann werden die so leicht, ich weiß nicht, ob depressiv das richtige Wort ist, aber die kriegen schon so einen Flash, ne? Und dem konnte ich halt entgehen. Und ja, ich muss mir auch keine Sorgen machen, wenn das Baby da ist, dass ich dann irgendwie nach 8 Wochen sofort wieder in die Arbeit muss, damit ich keinen Anschluss verpasse oder sowas, weil ihr seid mein Anschluss, also ich kann ja immer Kontakt halten. Das ist ja alles gar kein Problem. Mit Telefon und Internet ist das ja heutzutage super. Die Leute kommen hier vorbei, ist auch gar kein Problem. Also ja, einfach genial.
Also ich beneide dich da total, weil ich vielleicht kurz dazu, wie ich das erlebt habe. Ich war, ich glaube, so alt wie du. Du bist 30, gell? Ah, schon ein bisschen mehr, ein bisschen drüber. Ah, du siehst so jung aus. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie Ich war. weiß nicht, an Also ich kann mich noch erinnern, also das heißt, ich kann mich, natürlich kann ich mich erinnern, wäre ja schön, schlimm, wenn nicht. Ich war 29 oder 28, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und das ist eigentlich ein Alter, wo man schon mal durchaus schwanger werden darf. Mein damaliger Freund, heutiger Mann, war Student zu der Zeit. Der ist auch ein paar Jährchen jünger. Und für mich war das, ja, erstmal ein Schock. Also damit, sage ich mal so, es war jetzt nicht unbedingt geplant. Damit plaudere ich jetzt wahrscheinlich schon wieder was aus. Aber mein Sohn weiß das, wir wissen das, wir gehen da offen mit um, weil ich war jemand, ich war sehr karrierefixiert und schon immer jemand, der drauf bestanden hat, eigenständig zu sein. Ich habe schon mit 13, 12, 13 mir geschworen, ich werde nie abhängig, nie finanziell und nie emotional von irgendjemandem auf diesem Planeten. Und dann kannst du dir vorstellen, ja, du hast einen Job, du verdienst ganz gut und er ja, hast einen Student als Freund, ja. Und dann bist du schwanger und denkst du, oh, Scheiße, was mache ich jetzt, ja? Von daher, mein Gefühl war anfangs ja gemischt. Ich habe mich sehr gefreut auf dieses Baby, aber ich hatte natürlich auch sehr viel Angst, was da jetzt kommt. Und im Endeffekt hast du es zusammengefasst. Wir haben uns so entschieden, Daniel hat dann Gas gegeben, hat sein Diplom gemacht, hat seinen Job angenommen und ich, weil dieses typische Rollenthema als Frau ja das besser macht zu Hause, ne? Und habe dann auch freiwillig gesagt, gut, ich habe jetzt 15 Jahre gearbeitet, sehr viel Erfahrung gesammelt, ich bleibe jetzt mal ein halbes Jahr zu Hause beim Baby. Und dann fange ich wieder an. Und das habe ich gemacht. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Also Baby und Business, aus meiner Sicht, da brauchst du starke Nerven, einen extrem toleranten Arbeitgeber. Und wie du sagst, in der Schwangerschaft hast du ja schon die einen Sachen, ja, dass du vielleicht, dass es dir nicht gut geht und du nicht zur Arbeit kannst. Aber wenn du ein Baby hast, kommen ganz andere Sorgen auf dich zu. Das wird auf einmal krank. Und du hast keine Ahnung, warum. Oder es schläft die ganze Nacht nicht. Wie auch immer. Und du musst deinem jeden Morgen überlegen, muss ich, kann ich zur Arbeit? Nicht, kann ich nicht. Soll ich beim Baby bleiben oder nicht? Soll ich es in fremde Hände geben oder nicht? Du bist ständig in diesem Frust und in dieser Sorge, deinen Job nicht richtig machen zu können, nicht zu 100%, aber auch. Jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen. Jetzt gehe ich, müsste ich wieder da sein, dass du auch deine Rolle als Mutter nicht zu 100% erfüllst. Und das ist schrecklich. Für mich war das extrem schrecklich. Und als ich nicht gearbeitet habe, hatte ich kein Geld. Ich hatte schlicht und ergreifend keine Kohle. Und Ramona, ich weiß, dass bei dir regelmäßig Geldeingänge kommen von Juheim. Dafür hast du viele Monate vorher was dafür getan, dass das passiert. Und ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Gefühl, wenn man weiß, das Baby ist jetzt unterwegs. Du hast wahrscheinlich auch schon alles gerichtet zu Hause und weißt, okay, wie du sagtest, du hast keinen Chef, wo du dich absagen, wo du was absagen musst oder ein schlechtes Gewissen. Also da beneide ich dich sehr, wenn ich die Zeit nur mal zurückdrehen könnte, hätte ich mich viel früher mit Network Marketing auseinandergesetzt. Für mich das beste Business für Frauen überhaupt. Ja, also genau, das ist einfach mein Gefühl. Ich sehe das total locker und entspannt. Und wenn ich mit anderen Mamas rede oder werdenden Mamas, die machen sich so einen Stress. Das Kind ist noch gar nicht auf der Welt, wird schon einen Betreuungsplatz gesucht. Der kostet mindestens 500 €. Das ist sauteuer. Und dann gehen die Teilzeit arbeiten, damit das Kind betreut wird. Dieser Teilzeitjob, das Geld, fließt aber komplett in die Betreuung. Nur damit sie den Anschluss nicht verpassen, dann rennt man da morgens hin, gibt das Kind ab, dann kommt man vielleicht mittags noch zu spät, weil der Chef noch irgendwas wollte, dann kriegt man Ärger in der Kindertagesstätte, weil das Kind zu spät abgeholt wird, der Chef ist aber auch unzufrieden, weil man seine Arbeit nicht macht. Also ich glaube, man kann es da einfach niemandem recht machen in dieser Konstellation. Und ganz ehrlich, ich bringe mein Kind nicht auf die Welt, damit ich es fremden Leuten gebe. Also das ist einfach meine Einstellung. Das war auch schon immer mit meinen Hunden so. Ich habe mir die nicht angeschafft, damit ich sie morgens irgendwo abgebe und abends abhole.
wenn wir die den ganzen Tag bei anderen Menschen sind. Ich will, dass die bei mir sind. Und deswegen, ja, habe ich mich so entschieden. Und ich bin auch wirklich sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil es ist einfach genial, wenn du irgendwo in eine Firma musst oder selbstständig, ja, jetzt zum Beispiel mit einem Kosmetik-Friseursalon oder sowas. Ja, wer steht in deinem Laden? Wenn du dein Baby hast, nimmst du das Baby hier an die Brust und schneidest Haare oder wie soll das gehen? Funktioniert auch nicht. Also wir haben da einfach das perfekte Business. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Definitiv. Also das ist wirklich spannend. Also ich sag mal so, zu meiner Zeit gab es nicht. Es gab genug Firmen in diesem Umfeld, aber ich glaube nicht so eine großartige wie Juchheim, wie das bei uns in der Geschwindigkeit auch möglich ist, wenn man ernsthaft das Geschäft betreibt, auch Geld zu verdienen. Ja, das macht natürlich schon mal den Unterschied. Aber wenn ich das so sehe, ja, wie du jetzt deine Vorfreude aufs Baby gestalten kannst ohne diese Angst. Und ich glaube, für mich war die Angst am allerschlimmsten, eben wie du sagtest, Anschluss zu verlieren. So, jetzt mache ich Babypause 3 Jahre. Stell dir das mal vor. Du bist weg vom Fenster. Und momentan beschäftige ich mich, ja, ich bin 44, ich beschäftige mich mit der Altersarmut. Und die ist bei Frauen riesig, ja. Und mit 30 macht man sich da noch keinen Kopf drüber. Aber genau das Problem, die Entscheidung zu sagen, jetzt bin ich für die Kinder da, jetzt mache ich erstmal das, das führt dann dazu, dass du nicht genug in die Rentenkasse einzahlst. Und dann, wenn du alt bist, ja, wenn es dann, ja, wir werden ja nicht alt, ne? Wir sind ja von innen und außen definitiv schon mal gut konserviert mit Juchheim, nichtsdestotrotz für den Arbeitsmarkt. Und ich habe meinen Rentenbescheid vorgestern bekommen. Ich bekomme, wenn ich in Rente bin, bin ich soweit 900 Euro. Ich glaube, ich habe noch richtig viel, ja. Ich glaube, ich habe früher ganz gut verdient. Aber das würde auch nicht reichen. Kannst du gerade mal Miete bezahlen? Hast du noch nichts gegessen, noch nichts getrunken, nichts angezogen, keine ärztliche Versorgung, whatever. Also du kannst dir eigentlich einen Strick kaufen, ja, sagen wir es mal so, wenn du nichts dafür tust. Und was wir uns gerade aufbauen mit Juchheim, und da kann ich natürlich jetzt auch aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen, was da noch alles passiert. Wir können jetzt schon so viel zurücklegen für später und für unsere Kinder. Ausbildung für unsere Kinder. Ramona, du wirst ja noch drüber nachdenken, was alles passiert, wenn das Baby erstmal da ist. Also ich finde es einfach großartig, weil du frei sein kannst, weil du flexibel bist, du kannst gemütlich auf den Spielplatz gehen, spazieren im Park. Und ich habe mir immer vorgestellt, und ich will dir jetzt keine Angst machen, das Kind geht mit zur Arbeit, ja, das liegt dann ganz gemütlich so neben mir, ich mache meinen Job, ich überrede auch meinen Chef, dass wir das so hinkriegen, das war so meine Wunschvorstellung. Und dann dachte ich, da mache ich alles, bin da, kannst mich trotzdem kümmern. Ja, Joyce war, mein Sohn hat ein halbes Jahr nur geweint. Der hat von morgens um 6 bis abends 23.30 Uhr nur geschrien. Also es war gar nicht möglich, mit dem irgendwas zu machen. Und von daher wirst du ganz schnell desillusioniert. Und ein Network-Marketing-Job, ein Juchheim-Business, kannst du natürlich genial kombinieren. Ja, und vor allem, wir haben halt auch Produkte, die zu jedem passen, die wirklich einzigartig sind, die Natur sind. Das ist so, ja, wir machen Menschen glücklich. Wir verkaufen nicht irgendeinen Kram. Das ist einfach für mich, ja, das Größte. Ich meine, ihr wisst alle, ich habe Hunde, ich bin Vegetarier, ich passe auf alles auf. Also ich versuche so wenig wie möglich Müll zu produzieren und so weiter. Und ja, Juchheim ist für mich einfach, das stimmt. Es ist ein Familienunternehmen. Der Dr. Juchheim achtet ganz viel, dass seine Produkte wirklich die besten Rohstoffe haben, dass die Qualität stimmt. Und es ist, wirkt vor allem. Und es ist einfach so toll. Und wir haben Sachen, zum Beispiel auch für junge Mütter, wenn die Nacht mal wieder scheiße war, ne? Dann kann man sich die Augenringe wegmachen. Man kann sich den Bauch straff cremen. Wir haben für alle was. Und ja, mit dem neuen Carnapur, also haben wir ja eh für jeden was, ne? Also ist ja eh der absolute Wahnsinn. Und deswegen, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, was anderes zu tun. Das definitiv, vor allem, ich weiß nicht, ich kenne das, also ich werde oft angesprochen, wow, Cynthia, dein Business ist total spannend, gerade viele junge Frauen, die mich anschreiben und dann sagen die alle, oh, aber mit Anti-Aging kann ich nichts anfangen. Ich bin ja noch jung, ich brauche das nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe das mit 30 auch gedacht, dass ich nichts brauche.
Aber ganz ehrlich, du kannst nicht früh genug damit anfangen, weil der Alterungsprozess, der geht eigentlich schon los. Kaum bist du bei der Mutter rausgeflutscht, geht's eigentlich schon los, dass der Alterungsprozess losgeht. Das heißt, Prophylaxe ist das Zauberwort. Und natürlich, wie du sagtest, Babybäuche werden wieder straff, Dehnungsstreifen werden weggecremt. Also du hast halt immer ein Gesprächsthema und jetzt sowieso, weil ich gehe davon aus, auch du wirst jetzt zukünftig sehr viele junge Mütter um dich haben. Und da reicht es ja einfach nur mal, die Creme auszuleihen, ein einziges Mal testen zu lassen. Und das ist der Vorteil bei Jucheim, dass du halt ja, ein Ergebnis verschenkst und diejenigen entscheiden, ob sie es haben wollen oder nicht. Ja, weil sie sehen ja schon einen Effekt, dass was passiert. Und du kannst mit deinem Baby losziehen, so wie es Miriam gerade schreibt. Ich stelle mir das jetzt schon so richtig vor, ja. Freue mich auch schon auf deine Postings, weil das wird super, ja. Das ist genau das, was das Arbeiten der Zukunft ausmachen wird. Und durch die Technik, wie wir es jetzt wieder sehen, ja, Digitalisierung, hast du natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, dann auch eine größere Zielgruppe zu erreichen. Also ich bin mega stolz auf dich und ich freue mich und bin so gespannt, weil ich jetzt gesehen habe, du hast jetzt quasi im 9. Monat nächste Karrierestufe erreicht. Und ich weiß, das wirst du eine der ersten sein, die mit kleinem Baby die nächste Karrierestufe erreicht. Und ich kenne keine Mutter auf diesem Planeten, die währenddessen ihr Baby gerade mal so geschlupft ist, Karriere macht und ihr Gehalt verdoppelt. Ich kenne niemanden. Aber ich kenne. Sensationell, oder? Absolut. Wirklich klasse. Und ich weiß, jemand, der zuhört und sowas noch nie gehört hat, der denkt wahrscheinlich, wir sind völlig daneben und sowas gibt es doch gar nicht. Aber wenn du aus dem Raum Karlsruhe oder Heidelberg kommst, dann können wir dir sagen, wenn du möchtest, kannst du uns beide kennenlernen. Also ich, die schon ausgereifte Mutter mittleren Alters und die frisch gebackene Mama, wir können euch aus beiden Perspektiven sagen, wie du dieses Business für dich aufbauen kannst. Morgen Geschäftspräsentation 19:30 Uhr in Karlsruhe und am Donnerstag bei uns in Sandhausen bei Heidelberg, also um 19 Uhr geht's los. Ihr findet die Einladung auf unserer Seite. Ihr dürft uns gerne ansprechen, einfach kurz schreiben. Wir können auch telefonieren. Wer zu weit weg wohnt, natürlich haben wir die ganze Geschichte auch online verfügbar, damit du dir das in Ruhe zu Hause anschauen kannst. Du musst nicht extra 5 Stunden nach Heidelberg fahren, wenn du weiter weg wohnst. Kein Problem. Also ja, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir ganz viele Menschen live erreichen können. Denn das, ja, dieses Herzensbusiness, diese Emotionen, die kommen live natürlich immer am besten rüber. Definitiv. Und ja, das Schöne ist halt wirklich, du kannst dir das Business so aufbauen, dass es zu dir passt. Viele fragen mich immer, es geht dir wahrscheinlich ähnlich, weil wir sehr oft online vertreten sind. Oh, muss ich da immer irgendwas posten? Muss ich da Videos machen? Nein. Du kannst, das erste Gespräch, was wir mit dir führen, wird sein, wo sind deine Stärken, wo sind deine Fähigkeiten, wo sind deine Interessen? Und wir können dir einen Weg aufzeichnen, wie du dieses Business so für dich gestalten kannst, dass du richtig Spaß dabei hast. Ja, weil der Spaßfaktor, das ist so eins unserer Devisen, ist riesig. Ja, wenn du Spaß daran hast, was du tust, wirst du auch erfolgreich. Und dann kommt auch das Geld. Und Geld ist extrem wichtig. Wir haben das Geldthema jetzt eigentlich ein bisschen verschoben. Wir haben mehr von der Zeit, der Qualität gesprochen. Aber wie schön ist es, wenn du als Mutter wirklich 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro jeden Monat überwiesen bekommst und dir keine Sorgen machen musst, was aus dir und deinem Baby wird. Das finde ich einfach wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist es irgendwie auch nichts, ne? Und gerade als Mutter und wenn man dann auch noch, und das ist so ein bisschen mein Thema, Töchter bekommt, hat man als Mama noch mal eine ganz besondere Mission. Weil aus meiner Sicht müssen wir endlich anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Dieses verstaubte Rollenmodell, das leider immer noch vertreten ist, ja. Der Vater geht raus jagen, bringt die Kohle mit nach Hause und die Mama macht die Höhle sauber und sammelt die Beeren ein. Das geht nicht mehr. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Und wir können nicht auf den Staat warten und wir können nicht warten, bis irgendeiner vom Himmel fällt und uns das Problem löst. Wir müssen es selber lösen. Und ich finde, mit
Juchheim, ich will gar nicht Network Marketing sagen, ich sage es wirklich, mit Juchheim kannst du das lösen. Und das war jetzt mein Wort zum Dienstag. Meldet euch bei uns, wir zeigen euch, wie es geht. Ramona, ich freue mich, dich am Donnerstag zu sehen. Und ja, ich freue mich natürlich auch ganz arg aufs Baby. Ich glaube, wir werden auch da ein bisschen berichten, oder? Ich habe es leider jetzt nicht verstanden, aber ich denke, es war positiv. Ja, also ich freue mich natürlich auch, logisch. Und ja, es ist einfach, es ist mein Herzensding. Ja, ich gehe da gerne hin, auch wenn mir mal die Füße wehtun, weil ich langsam schwer werde. Aber ich gehe auf meine Geschäftspräsentation und ich quatsche mit den Leuten und ich strahle und ich freue mich. Und es tut mir einfach so gut. Wenn ich nur daheim rumliegen würde, das wäre doch voll ätzend. Also bitte. Ja, stimmt. Normal wärst du jetzt schon im Mutterschutz, ne? Würdest du zu Hause auf der Couch wegbringen. Stimmt, ja, damit ist Schluss. Sehr schön. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute den Spaß mitgemacht hast. Wünsche dir einen schönen Tag und ich weiß, dass du jetzt wieder rausgehst an die frische Luft und deine Kontakte machst. Da bist du ja genau. Beim Hundegassi. Also meine Liebe, vielen lieben Dank. Danke, dass ihr alle zugesehen habt. Teilt das Video gerne, gerade wenn ihr junge Mütter kennt, wenn ihr Frauen kennt, die über Familienplanung nachdenken. Das ist definitiv eine großartige Chance, hier was zu verändern. In diesem Sinne, vielen Dank. Tschüss.